Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute wieder an meine Seite der liebe Henry vom YouTube-Kanal Henry Lopp. Herzlich willkommen, lieber Henry. Schön, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Hallo ihr Lieben. Heute möchte ich mit dem Henry ein Thema aufnehmen, Winterernährung, wie wir das praktizieren. Wir praktizieren eine besondere Ernährungsweise, eine pflanzenbasierte Ernährungsweise mit einem hohen Rohkostanteil. Wir haben auch mal jahrelang nur Rohkost gegessen. Und jetzt integrieren wir wieder auch ein bisschen erhitzte Kost und genau, wir wollen euch einfach mal ein paar Einblicke geben, wie wir das machen und euch auch noch Tipps geben für eine reine Rohkosternährung oder auch dann Tipps für eine pflanzenbasierte Ernährung, wo auch Erhitztes integriert wird, was wir euch dann für den Winter empfehlen. Lieber Henry, ich gebe gleich mal an dich ab. Du hast schon vor langer Zeit aufgrund von gesundheitlichen Herausforderungen deine Ernährung auf Rohkost umgestellt. Du warst dann auch recht konsequent, ich weiß nicht, wie viele Jahre, kannst du ja doch noch sagen, wie viele Jahre mit der Rohkost dabei und erzähl mal, wie du dich da im Winter ernährt hast. Und wie das jetzt ist. Ja, genau. Die ersten sechs Jahre, die waren ja nur also Rohkost im Prinzip. Und ja, und die ersten sechs Jahre, das war ja nicht immer das Gleiche. Also am Anfang war es ja eher salatbasiert mit viel Nüssen, eher weniger Früchte. Und das war dann im Winter, sage ich mal, kein Problem. Weil dadurch, dass man halt die Nüsse und sowas mit dabei hat, dann hat man ja eh immer was dabei gehabt, was ein bisschen anheizt, sage ich jetzt mal. Und genau, dann die Jahre danach, das war dann eher mehr Früchte basiert. Und da war es im Winter dann eher so, dass ich dann halt erstmal schauen musste, weil es doch etwas kühler war, natürlich, weil man Früchte mit dabei hatte. Und da habe ich dann einfach auch sowas dann integriert, wie zum Beispiel Ingwer oder auch Cayennepfeffer. Und genau, das waren eigentlich so die Sachen, die ich in den ersten Jahren gemacht hatte. Und dann, wo das vermehrt dann wieder kam mit der schleimfreien Heilkost und mit Arnold Errett, wo wir dann halt auch eben wieder sowas eingebaut hatten wie gedämpftes Gemüse oder auch mal gebackenes Gemüse zum Beispiel. Das war dann so für die 5 Jahre danach eigentlich immer dann so regelmäßig mit dabei. Und da war es im Winter dann eh kein Problem mehr, weil sobald man wieder was Gedämpftes gegessen hat oder integriert hat, das erzeugt dann auch immer nochmal eine Wärme, sage ich mal. Und wenn man dazu dann, das habe ich dann immer gemacht im Winter, einfach Cayennepfeffer noch mit dazugegeben habe, dann heizt das eh immer nochmal so ein bisschen an. Also ich habe dann immer darauf geachtet, da eigentlich so Cayennepfeffer mit dabei zu haben und Ingwer. Das sind immer so meine guten Begleiter im Winter, würde ich sagen. Auch was man im Winter sehr gut machen kann, ist zum Beispiel so geriebene Äpfel und auch Zimt mit dazu. Zimt hat auch so einen wärmenden Effekt. Und ja, das waren immer so die Sachen, die ich dann da integriert hatte. Oder auch mal einen warmen Tee, dass man das am Abend mit dabei hatte. Und eine Gemüsebrühe könnte man sich auch machen, ne? Für diejenigen, die jetzt, sage ich mal, noch so erhitzte Sachen noch mit hinzufügen. Und jetzt ist es eigentlich so, bei mir jetzt momentan, dass es eigentlich überwiegend oder eigentlich fast nur die Rohkost ist. Und da ist es jetzt eigentlich so nach den ganzen Jahren, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, Säcke. Du frierst nicht mehr so, wie du früher mal gefroren hast, wo zum Beispiel das Blut und so weiter noch nicht hundertprozentig gut fließen kann, weil eventuell Verstopfungen da waren, weil die Energie nicht so gut fließen konnte. Und da haben wir auch immer noch ganz viele Möglichkeiten mit reingespielt. Und ja, heutzutage ist es so, dass ich eigentlich nicht mehr so friere wie früher. Und dass ich jetzt eigentlich auch rausgehen kann und die Kälte fast auch genießen kann, sage ich jetzt mal. Ich gehe jetzt auch im Winter noch. Solange die Temperatur noch so 0 Grad bis minus 3, minus 4, gehe ich trotzdem noch in kurzer Hose laufen, habe dann, sage ich mal, nur ein T-Shirt und ein Pullover an. Aber ansonsten merke ich halt, dass ich dann nicht mehr so friere wie früher, wo ich gefühlt 2, 3 Hosen anziehen musste und dann noch ein paar Pullover, Mütze, Handschuhe. Und das hat sich schon deutlich geändert. Aber ich habe mich auch über die Jahre immer ein bisschen mehr noch abgehärtet. Also dass man auch mal kalt duschen geht oder dass man mal in den kalten See reingeht. So, das habe ich auch über die Jahre gemacht und das hat natürlich auch geholfen. Aber ich merke halt einfach, dass alles viel besser fließen kann und dadurch hat man auch automatisch viel, viel wärmer, als wie wenn jetzt irgendwie alles ja verstopft wäre oder so und die Energie nicht so gut fließen kann. Dann hat man auf jeden Fall kalt, genau. Und ich achte halt auch darauf, dass ich jedes so oft wie möglich immer rausgehe. Und bei der Rohkost, wie gesagt, mache ich jetzt so, dass ich halt dann einfach immer Gewürze integriere zum Beispiel. Also
Cayennepfeffer und Ingwer und halt Zimt. Das sind so die Sachen, die ich regelmäßig dann noch mit dabei habe. Und der Ingwer immer im Saft, Zimt dann über geraspelte Äpfel zum Beispiel und Cayennepfeffer dann einfach über den Salat oder über geraspelte Gurken mit drüber. Ja, und da ist es dann einfach mit dabei. Und das hilft wunderbar, für mich zumindest. Vielen Dank für die Einblicke, lieber Henry. Also die ersten Jahre habe ich ja auch relativ schnell umgestellt. Die ersten Jahre, 6 Jahre, fast 6 Jahre lang, fast nur Rohkost, bis auf die Gewürze oder mal Hefeflocken. Und ich weiß auch, dass ich im Winter dann auch öfters gefroren habe. Ich habe ja die ersten Jahre wirklich komplett alles gegessen, was es an Rohkost gibt, auch eher kühlende Früchte. Oder eher, also alles, was es global so gab an Rohkost, ne, habe ich gegessen. Klar hatte ich auch mehr Nussanteil, aber ich habe schon gemerkt, weil du auch das angesprochen hast, mit den Verstopfungen, dass alles noch nicht so fließt, dann habe ich auch mehr kalte Hände und Füße gehabt und habe das schon gemerkt. Aber wir haben uns ja dann auch weiterentwickelt, nicht nur mit der Ernährung, sondern eben auch mit der Abhärtung, das hast du schon angesprochen. Oder du bist ja auch ein Sportler, du bewegst dich viel. Ich habe das ja auch miterlebt, dass du manchmal wirklich bei niedrigen Temperaturen in kurze Hose, ne, und dann vielleicht mal noch ein Pullover. Also du hast dich schon da sehr gut abgehärtet. Man kann es auch die Lymphe in Bewegung bringen, Sport machen, regelmäßig sich bewegen, sich reinigen. Natürlich auch über die Ernährung kann man auch einiges. Es dauert wirklich ein bisschen, bis man, sage ich mal, es bedarf einer gewissen Übergangszeit, ne? Und ich merke auch, wenn weniger Früchte im Winter dabei sind, dann kann ich mich besser warm halten mit mehr Gemüse. Auch du hattest ja schon angesprochen, Zimt, Ingwer, Chili, oder Nelken. Es gibt ja so wärmende Gewürze, die man dann vermehrt im Winter einsetzen kann. Und ich denke mal, das ist ein Paket aus verschiedenen Dingen. Kalt duschen, auch mal in den See gehen, sich abhärten, ne? Sich bewegen, die Lymphe anregen. Also auch über die Ernährung so reinigende Lebensmittel einfach verwenden. Und das ist schön zu sehen, was damit möglich ist, dass es wirklich auch ein Prozess ist, aber dass man sich wirklich so weit abhärtet, dass man auch im Winter, wir essen ja auch nicht so viel, ne? Also wir essen ja nur eine Mahlzeit, also eine feste Mahlzeit am Tag und trinken Säfte. Und ich finde auch immer sehr angenehm aktuell Möhrensaft mit Ingwer und Kurkuma. Also das merke Ja, ich wir auch, haben das. wie mich das einfach gut wärmt, ne? Oder auch mal so Apfelgrünkohl, das sind ja auch alles regionale Gemüsesorten oder eine Gemüse, also eine Frucht. Und dann mit Ingwer ein bisschen dazu, das macht dann auch nochmal was. Oder ich habe auch mal früher, weiß ich noch, als ich die Rohkosternährung propagiert habe, wo ich sage, ich esse alles, auch im Winter, egal ob das hier angebaut wird oder nicht, da hat mir einer auch mal geschrieben, ja, aber wir sind ja darauf oft an die Lebensmittel angepasst, die unmittelbar in unserer Umgebung wohnen. Und wenn wir Lebensmittel aus aller Welt konsumieren, kann es schon sein, dass das unser System durcheinander bringt und dass wir unter Umständen auch frieren können. Ne? Wir haben halt auch, oder Kohl, ne? Kohl ist ja auch so ein typisches Gemüse für die kältere Jahreszeit in den kälteren Regionen und das hat auch einen wärmenden Effekt. Ne? Und dass man sich einfach wieder dem zuwendet. Und dann haben wir auch gemerkt, als wir dann wieder mehr Schleimfreikost haben, wir mehr Gemüse wieder integriert, also mehr gedämpftes Gemüse. Und das haben wir dann auch gemerkt im Winter, wie sich das auch nochmal ändern kann. Ne? Aber das sind immer verschiedene Faktoren: die Ernährung, die Reinigung, die Bewegung, die Abhärtung, um da einfach gut durch den Winter zu gehen. Du hattest ja auch beschrieben schon, wolltest du noch was hinzufügen? Ja, ich wollte eigentlich bloß nochmal sagen, also dass ich das früher bei mir auch gemerkt hatte, eigentlich, das war ja ein stufenweiser Prozess mit der Umstellung. Und am Anfang, wo ich eigentlich wirklich noch so 3, 4 Mahlzeiten am Tag hatte, da habe ich schon mehr gefroren im Winter, als wie, wo es dann tendenziell in die Richtung ging, weniger Mahlzeiten und dann dadurch halt eben zum Beispiel mehr Gemüsesäfte und so weiter zu trinken und grüne Säfte oder halt einfach auch nur Kaltauszüge oder einen Tee oder was auch immer. Aber das halt auch. Umso weniger Verdauung beansprucht wird, umso mehr hat der Körper natürlich Energie, auch um den Körper zu wärmen. Und wenn man dann zum Beispiel nur einen Saft trinkt, wie Karotte mit Ingwer, wo man halt auch wieder was Wärmendes mit dabei hat, dann ist es auch, sage ich mal, für den Körper leichter, wieder den Körper auch zu wärmen. Also natürlich, wenn er verdauen muss und die Energie für die Verdauung aufwenden muss, und dann ist halt weniger Heizenergie da, um den Körper dann halt eben warm zu halten. Und was ich auch noch sagen wollte, ist, dass natürlich auch viel der Kopf macht. Ja, für viele ist es so, das war für mich auch immer in der Vergangenheit so damals, sobald es kälter wird und man denkt automatisch, ah Mist, jetzt wird es kalt und es ist nicht mehr so schön Sommer und ah, alles scheiße, so nach dem Motto. Und dann, ja, geht man schon immer mit der Einstellung eigentlich jeden Tag aus dem Haus, oh, es ist kalt, ich werde frieren und so weiter. Und wenn man da sich schon auch wieder programmiert darauf, dass die Kälte ja
kein Feind ist, sondern dass die Kälte auch gut ist. Kälte wirkt basisch. Und wenn man sich mit der Kälte anfreundet, dann wird das auch viel, viel einfacher, dann jeden Tag rauszugehen, was ja auch schön ist. Die Luft ist auch klar draußen. Ja, man kann schöne frische Luft einatmen. Und das ist auch ein Riesenvorteil an der kalten Luft oder an dem kälteren Wetter. Und das möchte ich auch noch mitgeben, da einfach vielleicht so ein bisschen auch am Kopf zu arbeiten, der einem da auch manchmal so einen Streich spielt und sagt, ah, jetzt ist ja alles blöd. Nee, sondern einfach sagen, ja, rausgehen, egal jetzt, ob es mal kühler ist oder nicht, und trotzdem halt, ja, den Körper einfach dem kühlen Wetter halt auch aussetzen und mit Freude dann halt eben doch rausgehen. Ja, ist auf alle Fälle auch ein guter Tipp. Ich habe auch, also ich habe ja schon vor, oh Gott, 2000 bin ich zuerst einmal mit der Rohkosternährung berühren gekommen, habe auch gleich das für ein paar Monate also praktiziert, und dann im Winter, Herbst habe ich dann gedacht, oh, es geht nicht, es ist kalt. Ich muss dann wieder Brot essen oder irgendwas Erhitztes. Ne? Es ist wirklich der Kopf. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich es auch im Winter gewagt hätte. Ne? Und heute, ich meine, ich habe vielleicht noch mehr experimentiert mit Gourmetkost oder mit verschiedensten Lebensmitteln als du. Ne? Du bist ja re relativ schnell auch in die einfachere Kost gegangen. Ich weiß noch, du standest irgendwann mal in dem Bioladen, wo ich gearbeitet habe. Da hatten wir uns gerade 2013, 14 kennengelernt, hast mir einen Eimer Mandelpüree in die Hand gedrückt für meine Jungs. Weißt du, das kannst du vielleicht besser gebrauchen als ich. Und du warst da schon viel, viel, viel einfacher so mit der Ernährung. Und ja, es ist einfach auch schön, das zu spüren, diese Entwicklung, was damit möglich ist. Und klar, es geht manchmal, wird uns auch die Frage gestellt, na, ist eine Rohkosternährung überhaupt möglich? Ne? Oder es gibt Leute, die das in Frage stellen. Aber man muss natürlich auch mal gucken, wo man wohnt. Wenn man jetzt irgendwo in den Tropen ist oder wo es warm ist, also ich glaube, da hätte ich kein Bedürfnis, gedämpftes Gemüse zu essen. Also man muss immer schauen, in welcher Region isst man, was gibt es da an regionalem Gemüse, dass das zumindest den Hauptbestandteil ausmacht. Das kann auch nochmal unterstützen, dass man von der Ernährung zumindest dem Wetter einfach angepasst ist oder dem, ja, der Kälte, ne? Dass der Körper sich da gut drauf einstellen kann. Ist ja nicht umsonst so gedacht. Ich habe ja auch die Vergleiche jetzt im Prinzip, wie es ist im Winter in der Kälte zu sein und wie es ist im Winter im Warmen zu sein, ja. Und also klar, wenn du in einem warmen Wetter bist, zum Beispiel in Asien oder so, dann kannst du den Prozess ganz anders gestalten, als wie wenn du halt die Kälte hast. Aber es hat alles Vor- und Nachteile, weil die Kälte halt eben auch zu einem Großteil zum Beispiel auch Schleim aus dem Körper herauszieht, ja. Und das finde ich auch ist ein wichtiger Faktor und es härtet einen auch ab. Und du genießt, meiner Meinung nach ist das schöner, weil du genießt danach den Frühling und den Sommer noch viel, viel mehr, als wie wenn du im Winter auch nochmal das warme Wetter hättest. Und ich finde, die einfachsten Winter oder jetzt auch nochmal in Bezug auf die Rohkosternährung zum Beispiel, ist auf jeden Fall immer, wenn ich Sprossen mit dabei hatte und Microgreens. Also da merkst du eigentlich, du hast immer, ist ja logisch auch, die Lebensmittel sind frisch geerntet, die geben eine gute Lebensenergie. Und das hebt halt auch das Gemüt nach oben. Und gleichzeitig finde ich auch, dass sie dadurch auch den belebenden Effekt haben und einem auch Wärme spenden und Glückseligkeit. Also das merke ich immer, wenn ich halt die Sprossen mit dabei habe und auch das Mikrogrün. Und ja, und dann funktioniert das auch wunderbar. Ja, also man kann sich ja praktisch die Lebenskraft des Mikrogrüns mit einverleiben. Ne? Die sind ja auch sehr mineralstoffreich, Vitamine, Enzyme, Spurenelemente, und das merkt man, wenn man das wirklich regelmäßig im Winter mit dabei hat. Ich habe mir hier gerade, ich habe schon Henry vor uns gezeigt, ich habe mir heute Säfte gepresst. Das ist zum Beispiel jetzt ein Möhrensaft mit ein bisschen Ingwer und Kurkuma, und das hat wirklich was Wärmendes. Ne? Man kann ja erstmal mit wenig Ingwer starten, aber man kann da wirklich auch gut Ingwer reingeben. Da merkt man richtig auch, wie es dann von innen wärmt. Ne? Und wenn man auch mal im Winter, wenn es einem kalt ist, es gibt auch immer die Möglichkeit, sich zu bewegen oder auch mal ein Fußbad zu machen, vielleicht auch mit ein bisschen Magnesium rein oder Basensalze. Ja, um das alles noch ein bisschen zu unterstützen oder auch mal die Hände ein bisschen warm zu reiben. Ich fand das auch witzig. Ich hatte früher dann manchmal im Winter, da habe ich Gefühl gehabt, auch meine eine Hand ist kalt, die andere ist warm. Ne? Dann hat man das auch richtig gemerkt, wie das nicht so richtig floss in der Hand, obwohl ich die bewegt habe, wie es ein bisschen gedauert hat und wie sich das wirklich ändern und wandeln kann. Ne? Wenn man eher so angepasst ist, individuell natürlich, aber auch wenn man sich ein bisschen an seine Umgebung anpasst. Und weil du auch gesagt hast, nach so einem Winter genießt man auch den Frühling ganz anders. Das ist so wie eine gewisse Magie und ein gewisser Zauber, den man, glaube ich, auch nur spüren und fühlen kann, wenn man durch diese dunkle, kalte Jahreszeit geht.
Jahreszeit des Rückzugs, der inneren Einkehr, der Reflexion, wenn man es da, ich glaube, unsere Vorfahren haben das wirklich auch genutzt, unsere Ahnen. Ich weiß gar nicht, ob vielen Menschen das, ob man das heute so in dieser Gesellschaft, in dieser Schnelllebigkeit und Stress und diese ganzen künstlichen Lichter und diese Ablenkung auch über die Medien und Fernsehen, ob man das so nutzen kann, wirklich tief in sich einzukehren und wirklich in den Rückzug zu gehen. Und ich glaube, oder ich denke, dass man nur dann diesen Zauber des Frühlings wirklich spüren kann, wenn dann alles zum Leben erwacht, es wird heller, es wird wärmer, das frische Grün kommt auch raus, das hat immer so einen ganz besonderen Zauber, den man eben eigentlich auch nur hier, also ja, also sage ich mal, nicht in vielen Regionen auf der Welt hat, diesen besonderen Zauber. Ja, das finde ich auch. Was ich euch noch gerne mit als Tipp mitgeben möchte, ist, das mache ich, wenn mir zu kalt ist mal im Winter, dann ja, kann man sich ja dann bewegen auch. Ja, also da muss man sich, keine Ahnung, rausgehen oder irgendwas. Wenn ihr gerade draußen seid, dann funktioniert das natürlich auch, wenn euch draußen kalt ist, dass man halt sagt, okay, man bewegt sich halt eben kurz. Ne? Das kann sein, dass man ja Kniebeuge macht oder einen Hampelmann auf der Stelle oder einfach mal ein bisschen rumspringt oder kurz laufen geht. Aber so bekommt man halt auch wieder in relativ kurzer Zeit wieder warm und kann seine Körpertemperatur dann wieder nach oben bringen. Das ist eine gute Möglichkeit. Wenn ihr jetzt zu Hause seid, könnt ihr dann zum Beispiel auch Fußbäder machen. Da gibt es auch eine wunderbare Möglichkeit mit dem Senfmehl-Fußbad. Da könnt ihr mal online danach schauen. Da bekommt man auch relativ schnell warm. Und da könnt ihr auch nochmal genau nachlesen, wie das halt dann auch funktioniert. Und das ist auch eine super Möglichkeit, um schnell halt warm zu bekommen. Genau. Und ansonsten, ja, viele Decken oder mit vielen Decken eindecken, das hilft immer gut im Winter. Und ich finde, das ist auch das Schöne am Winter, dass man halt sich dann einfach auch mal schön auf die Couch mümmeln kann oder im Bett oder wohin auch immer und sich dann mit den Decken da eindecken kann. Und das gibt dann auch so ein Geborgenheitsgefühl. Ich würde noch gerne was zur Bewegung sagen. Ja, genau. Kräftigungsübungen oder wenn man Trampolin hat, ne, sich darauf bewegen, kann man auch einen Hampelmann drauf machen, kann man auch mal ein bisschen hochspringen in die Hocke, also so Hockspringen machen. Seilspringen finde ich auch immer sehr schön, weil dann der ganze Körper auch in Bewegung ist. Da wird man auch schnell warm. Genau. Was ich noch empfehlen würde zu Mikrogrün, es gibt auch scharfes Mikrogrün, also mit gewissen Senf, also Senfmikrogrün zum Beispiel, Rettich, Radieschen, die haben auch so, sind eher schärfer, kann man auch gut im Winter mit integrieren zum Gemüse, in Salat oder zum gedämpften Gemüse oder auf Brot, wenn man Brot isst. Ich wollte euch kurz noch einen Einblick geben, was ich bevorzugt im Winter esse, von was ich ja leider gar nicht lassen kann und was ja eigentlich auch eher kühlend ist, ist die Gurke. Na? Also meinen geliebten Gurkensalat, den könnte ich jeden Tag essen. Das ist so ein bisschen wie ein Grundnahrungsmittel. Aber natürlich auch Grün. Es gibt dann Feldsalat, Postelein, selbstgezogenes Mikrogrün. Ab und zu findet man auch noch, je nach Witterung, Wildpflanzen draußen. Also dass auch mal ein gewisser Grünanteil dabei ist. Und wenn ich dann mal nicht roh esse, dann gibt es so ganz tolles Gemüse, was man dämpfen kann. Ob das Kürbis ist. Also wenn man jetzt mal bei regionalen Gemüse bleibt, ist es der Kürbis. Es ist die Wurzelpetersilie, das ist die Pastinake, die rote Bete, Topinambur, Möhren, Knollensellerie. Also wir haben da schon eine Bandbreite. Auch Grünkohl lässt sich dämpfen, kann man natürlich aber gut. Aber den muss ich sagen, den entsafte ich eher. Also dass ich mir den mit Apfel entsafte, hat man einen guten regionalen Saft. Oder Grünkohlchips, Henry, haben wir ja früher auch immer mal regelmäßig gemacht. Dass man einfach schaut, was gibt es so an regionalem Gemüse, was man entweder roh oder gedämpft, gedünstet zubereiten kann. Meerrettich würde ich auch empfehlen. Das hat auch eine Schärfe, das wärmt auch wieder. Meerrettich kann man sich zum Beispiel auch über gedämpftes Gemüse reiben. Genau. Und dadurch, dass wir uns vermehrt in den letzten Jahren mit der schleimfreien Heilkost beschäftigt haben, haben wir auch ein Video gemacht, worum wir auf die schleimfreie Heilkost, warum wir auch gedämpftes Gemüse integrieren, weil es einfach auch, ja, also ich merke auch, dass es teilweise besser verdaulich ist, wenn ich einen Rote-Bete-Salat esse, wo die Rote-Bete gedämpft ist, als wenn ich die rohe Rote-Bete esse. Beim Saft ist es nochmal was anderes. Rote-Bete-Saft, den trinke ich natürlich auch roh, entweder Mono oder mit ein bisschen Ingwer. Ist übrigens auch sehr wärmend oder mit ein bisschen Apfel dazu. Ich mag tatsächlich dieses ganze regionale Gemüse lieber gedämpft essen, außer bei Möhre. Kann man auch mal einen Möhrensalat raspeln, aber so Kürbis, Hokkaido-Kürbis, da hab ich auch früher unzählige Rezepte mit Hokkaido-Kürbis probiert, aber so roh mag ich ihn eigentlich gar nicht so gerne essen. Also dann würde ich ihn lieber dämpfen und ganz einfach mit Grün essen. Das ist auch wirklich für die Verdauung besser, verträglicher. Muss man einfach für sich auch abwägen, ob man eher die Rohkosternährung präferiert, auch im Winter, dass man einfach schaut, welche Zubereitungen, wie kann man was kombinieren mit scharfen Mikrogrün, mit den Gewürzen, auch mit Meerrettich.
Und dann, ja, kommt man auch gut mit, in Kombination natürlich auch mit Bewegung und Fußbädern, dann kommt man nicht, oder Abhärtung, und dann kommt man auch gut durch den Winter, ob das jetzt eine pflanzenbasierte Ernährung ist, mit einem hohen Rohkostanteil, ob das eine reine Rohkosternährung ist. Genau, wir wollten euch mit dem Video einfach mal an unseren Erfahrungen teilhaben lassen. So die letzten, Henry, wann hast du, ich habe 2012 auf Rohkost umgestellt, bei dir war es ein bisschen eher, ne? Am 1. Januar werden es 12 Jahre. Genau, das ist, also sind jetzt praktische Erfahrungen aus 12 Jahren, wie wir das im Winter praktizieren, und wollten euch da einfach ein paar Impulse geben. Ja, also schreibt uns auch gern unter das Video, wie ihr eure Winterernährung praktiziert, oder sagt ihr, wir essen das ganze Jahr über immer gleich. Es gibt keine Variation, egal welche Jahreszeit, oder ihr lebt vielleicht irgendwo in den Tropen, da sieht es natürlich auch nochmal anders aus. Genau, gerne eure Erfahrungen, oder wenn ihr Fragen habt, stellt sie gerne unter dem Video. Ich denke, Henry wird auch nochmal drüber schauen, oder wir machen nochmal ein Folgevideo, wenn es jetzt vermehrt Fragen dazu gibt. Lieber Irgendwas würde ich Henry, gerne sagen. ja? Senfsprossen sind auch sehr, sehr gut. Oder selbstgemachten Senf selber herstellen. Da gibt es ja auch viele auch rohköstliche Rezepte. Und die rote Bete erwähnt, das wollte ich vorhin auch noch sagen. Die rote Bete ist halt mega gut für die Durchblutung. Und was auch viele nicht wissen, so Ingwer und rote Bete, das wirkt als Wirkverstärker auch für die Nährstoffe. Dadurch, dass die Durchblutung angeregt wird, kommen halt die Nährstoffe und alles viel schneller zu ihrem Ziel. Und deswegen ist das halt auch ein guter Wirkverstärker. Also das kann man auch super in Gemüsesäfte mit integrieren. Und ja, und es hat halt dann eben auch einen wärmenden Effekt dadurch, dass einfach die Durchblutung wieder besser funktioniert. Vielen Genau. Dank, lieber Henry, noch für diese Ergänzung. Das war's. Vielen Dank auch für deine Zeit und für deine Expertise, für die vielen Inspirationen. Da danke ich dir sehr. Ja, wir wünschen euch noch eine schöne Zeit. Wie gesagt, kommentiert gern rege unter diesem Video, und wir wünschen euch eine gute Zeit. Bis ganz bald. Tschüss.